Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal mit Weitwinkel, Objektiv, schön locker flockig in der Hand gehalten. Deshalb sieht man auch meinen Handschuh. Ne? Ich würde ja einen Deppenzepter dran schrauben, aber unten ist noch der Stativschuh dran, die Schnellwechselplatte für Stativ. Und jetzt muss ich schnell im Wald verschwinden, denn ich bin mal wieder in der Schweiz und überall hat es Eidgenossen. Und wann immer ich versuche, zu einem Eidgenossen freundlich guten Tag zu sagen, gucken die mich komisch an. Und mein Grüezi ist noch nicht undeutsch genug. Das ist noch viel zu deutsch. Ich arbeite dran. Aber vor allem die arme, die alte Oma im Fahrstuhl eben. Die hat mich böse angeguckt. Dabei sehe ich doch ganz normal aus, wie jeder andere normale, komische, bärtige Typ mit Hut, mit Bundeswehr-Kampfhandschuhen und einem militärisch-stämmigen Rucksack auch. Ist nix Flecktarn, ist alles total unaggressiv, finde ich. Gut, da kann man natürlich anderer Meinung sein. Moment, was suche ich denn eigentlich? Genau, ich suche einen geeigneten Punkt für das Video. Ja, wir wollen uns ein bisschen dem Jahresrückblick 2018 zuwenden, und zwar dem Waldjahresrückblick 2018. Das soll heißen, ich möchte ein paar Takte dazu verlieren. Wie geht's denn dem Wald aktuell? Wie sind denn so die Zukunftsaussichten? Also quasi die Prognose für 2019, damit Ihnen das nicht passiert, ne? So, wenn Sie ein Baum sind. So nach dem Motto. Okay, und jetzt mache ich es mir hier erstmal gemütlich und dann erzähle ich das. So, nochmal hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir kommen zur Sache, nachdem ich mich jetzt ausreichend vor den Eidgenossen versteckt habe und hoffe, dass sie mich hier nicht finden. Bisschen Jahresrückblick 2018 bezüglich Wald, bisschen Prognose 2019 auch wieder bezüglich Wald. Also nicht Top 10 Erlebnisse von Ben im Jahre 2018, das machen wir nicht, so ein Quatsch, sondern wir widmen uns schön brav entsprechend dem Wald. So, nachdem genügend Geschenkevideos jetzt da sind. Folgendes. 2018 war zwar keine unglaublich furchtbar krasse Dürre und war auch kein unglaublich furchtbar krasses Jahr. Da hat man schon echt Schlimmeres erlebt. Aber die Kombination aus Dürre und heiß, das ist in den meisten Teilen von Deutschland, wie wir jetzt rückwirkend sagen können, kaum bis noch gar nicht da gewesen. Also schon definitiv alles sehr rekordverdächtig in der Kombination. Und genau die Kombination macht das so dramatisch. Wenn es nur trocken ist, aber nicht heiß, ist nicht so schlimm. Wenn es nur heiß ist, aber nicht trocken, im Gegenteil, da freuen sich die meisten Pflanzen noch drüber, weil dann können sie noch schneller wachsen. Wärme ist per se für sämtliche biologisch ablaufenden Prozesse nichts Schlechtes. Ne? Also irgendwann wird es zu viel Wärme, aber bis 40 Grad hat eigentlich so ein Baum oder die meisten Bodenpflanzen auch noch nicht wenig Probleme. Solange es nicht trocken ist. Wenn beides zusammenkommt, dann gibt es große Probleme. Denn folgendes Problem hat eine Pflanze. Eine Pflanze kann die Photosynthese nicht abschalten. Ne? Und die Photosynthese muss immer laufen, wenn Licht da ist, weil das geht nicht. Da ist kein Schalter dran sozusagen. Das heißt, eine Pflanze braucht durch die Photosynthese immer Wasser. Braucht es auch noch für andere Prozesse, aber mindestens zum Photosynthese betreiben wird jede Menge Wasser benötigt. Und zwar wirklich viel. Wenn ein Baum viel Wasser haben kann, dann nimmt er auch viel Wasser und senkt den Grundwasserspiegel übrigens gehörig ab. Unter Wald senkt der Grundwasserspiegel wirklich teilweise dramatisch. Das ist im Prinzip nicht weiter schlimm. Das ist halt normal. Wald ist ja durchaus was Natürliches und die kommen trotzdem noch ans Wasser ran. Aber das ist dann interessant, wenn man zum Beispiel mal den Wald wegnimmt und dann eine Überschwemmung bekommt, weil der Grundwasserspiegel zu sehr ansteigt. Da gibt es interessante Berichte, was da schon alles passiert ist, weil man zu viel Kahlschlag gemacht hat und dann eben gleichzeitig dann noch ein Regenereignis kam und schwuppdiwupp stand alles unter Wasser. Also ganz interessant. Naja, spielt aber jetzt nicht so eine große Rolle. Tatsache ist jedenfalls, Wasser muss immer verbraucht werden. Das bedeutet bei großer Trockenheit und nicht Vorhandensein von Wasser. Dazu noch sehr viel Sonne. Die Photosynthese läuft umso stärker, ist das noch ein sich selbst verstärkender Prozess. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Der Laubbaum
ist zwar durchaus geschädigt worden 2018, durchaus zum Teil auch relativ stark, wird sich aber wieder ganz gut erholen, was einfach daran liegt, dass der das System fährt. Ich verbrauche so lange Wasser, bis Wasser alle ist, aber solange noch Wasser da ist, mache ich volle Kanne Photosynthese und speichere alles, was dabei rumkommt. Also ich versuche zumindest bei dem, was dabei rumkommt, möglichst viel zu speichern. Und habe das dann quasi fürs nächste Jahr für den Neuaustrieb, sollte die Dürre so lange dauern, dass ich meine Blätter notfallsmäßig abschmeißen muss. So, das haben wir alle gesehen. Ab Juni ging es los, im Juli war schon fortgeschritten und im August war überall schon Herbst. Ne? Also die Laubbäume haben ihr Laub dieses Jahr erheblich früher runtergeworfen, als das normalerweise üblich ist. Einfach weil ihnen das Wasser ausgegangen ist, sie vorher relativ viel Wasser verbraucht haben. Und dann war da der Teil vom Grundwasser, an denen sie noch dran gekommen sind, da wo sie jeweils gestanden sind, relativ schnell weg. Die Buchen sind früh gelb geworden, die Eichen sind relativ schnell vertrocknet. Und bei vielen anderen Baumarten hat man es halt dann eben auch gesehen. Auch Birken sind sehr schnell gelb geworden, obwohl die eigentlich wo stehen, wo es meistens viel Wasser hat. Meistens nicht immer, gibt auch Trockenbirken. Auch da haben sie halt dann eben schnell ihr Wasser verbraucht. So eine Birke säuft zum Beispiel ziemlich ordentlich, solange noch Wasser da ist. Kann dann aber auch ganz gut damit klarkommen, wenn es eben fehlt. Nur dieser Wechsel. Entweder ist es eine Trockenbirke oder eine Nassbirke, das kann sie gar nicht ab. Wenn eine Nassbirke Trockenheit abbekommt oder eine Trockenbirke zu viel nasse Füße, dann haben sie jeweils ein Problem. Gut, aber lassen wir jetzt die Birke erstmal außen vor. Das ist das System Laubbaum. Hol raus, was du kannst und mach frühzeitig Schluss. Mach quasi einen früheren Winter. So. Der Nadelbaum, der stellt sich darauf ein, runterzufahren, wenn es trocken wird. Er macht noch ein bisschen weiter, weil das muss er, weil Photosynthese ja nicht abgeschaltet werden kann. Ein bisschen was muss immer stattfinden. Die einzige Möglichkeit, die Photosynthese zu stoppen, ist, dass man nicht mehr grün ist. Also sprich, man schmeißt all sein Laub ab. Ne? Das geht. Dann stoppt die Photosynthese wirklich. Aber solange man noch Laub oben hat, und das muss der Nadelbaum eben, weil das halt so seiner Strategie entspricht, muss man immer ein bisschen weiter Photosynthese machen, immer ein bisschen weiter Photosynthese. Und das große Problem ist, solange Laub da ist, verbraucht Laub auch Energie. Das heißt, man muss also mindestens wiederum so viel Photosynthese machen, dass man die Energie, die das Laub verbraucht, versorgen kann. Weil woraus bezieht der Baum Energie? Ja, wieder aus der Photosynthese letztendlich. Und das ist also eine ganz gefährliche Geschichte. Sollte man dann als Nadelbaum, obwohl man auf Sparflamme unterwegs ist, trotzdem feststellen, scheiße, jetzt ist das Wasser wirklich absolut alle. Und Mist, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich überhaupt keins mehr. Photosynthese geht weiter, Laub braucht weiter Energie. Laub muss braun werden, Laub muss abgeworfen werden. So, und leider ist ein Nadelbaum im Regelfall nicht in der Lage, im nächsten Jahr eben schlicht und ergreifend alles Laub nochmal neu auszutreiben. Oder zumindest einen großen Anteil von allem Laub. So ab 60-50% oder was, ist es durchaus kein Problem, das im letzten Jahr nicht so schlimm gewesen ist, wenn man wieder mit 50-60% seines Laubes starten kann. Das schafft ein Nadelbaum aber niemals. Eine Fichte beispielsweise erneuert durchschnittlich pro Jahr etwa ein Siebtel von ihren Nadeln. Nicht alle, sondern ein Siebtel. Und deswegen, wenn mehr als ein Siebtel weg ist, hat die Fichte auf jeden Fall enorm was verloren. Wenn deutlich mehr als ein Siebtel weg ist, meinetwegen 2 Siebtel oder 3 Siebtel oder gar 4 Siebtel, dann ist sie quasi tot. Ne? Also ab so 3 Siebtel Laubverlust wird das hoch kritisch. Da muss schon ein ganz hervorragendes Jahr danach folgen, dass da nichts ist. Und dann kommen noch andere Faktoren hinzu. So, aber so viel erstmal zur grundsätzlichen Physiologie von Laubbaum und Nadelbaum. Jetzt, die Trockenheit war an sich kein so krasses Rekordtrockenheitsereignis, haben wir ja gesagt. Aber es hat halt auf jeden Fall gereicht, insbesondere wegen der Hitze, die noch dazugekommen ist. Weil neben der Trockenheit, die allein hätten viele Bäume noch ganz gut überstanden, insbesondere die Fichten, hätten die Trockenheit alleine, da sind sie gar nicht mal so unresistent, vielleicht noch ganz gut weggesteckt, nur haben sie halt alles Wasser, was sie noch kriegen konnten, für das bisschen Photosynthese, was sie noch machen mussten,
aufgebraucht und hatten überhaupt kein Wasser übrig, um zum Beispiel Harz zu bilden. Und wofür ist jetzt Harz wichtig? Ja, Harz ist sozusagen das Immunsystem vom Nadelbaum. Wann immer jemand kommt und den Nadelbaum anbohrt und versucht, sich da rein zu bohren, dann wird er zugeharzt, solange es dem Baum gut geht, und landet im Bernstein. Und wir finden einen schönen Bernstein mit einem kleinen Borkenkäfer drin. Irgendwann, vielleicht mal, wenn das Harz dann irgendwann ins Wasser fällt. Ne? Weil auf normalem Waldboden, wenn es da runter tropft, kann es abgebaut werden und dann ist es weg. Fällt es aber hingegen ins Meer, dann findet man irgendwann mal wie aus einem Ostseestrand wunderschönen Bernstein. Ich finde die toll, die Dinger. So, das funktioniert also nicht mehr, das mit dem Zuharzen, wenn es zu trocken wird. Und deswegen, und gleichzeitig vor allen Dingen, wenn es so super schön warm ist, steigt die Vermehrungsrate von diversen rindenbrütenden Schadinsekten drastisch an. Beispiel, beziehungsweise die beiden Hauptprobleme für unsere Nadelbäume, vor allen Dingen für unsere Fichte, die ja flächenmäßig immer noch der häufigste Nadelbaum ist, ist der Buchdrucker. Der Buchdrucker ist der Fichtenborkenkäfer, der klassische. Wenn man also sagt, da ist der Borkenkäfer drin, dann meint man meistens den Buchdrucker. In ganz schlimmen Jahren kommt noch der Kupferstecher eben entsprechend dazu. Das ist auch wieder ein Fichtenborkenkäfer. Der lebt ganz ähnlich wie der Buchdrucker, nur dass der Buchdrucker horizontale Gänge anlegt mit Seitengängen, durch die er sich durchfrisst, was dann im Endeffekt aussieht wie ein aufgeschlagenes Buch, ne? Wie die Seiten eines aufgeschlagenen Buchs. Der Kupferstecher, der macht einen kurzen Gang und von da ab zweigen so ein bisschen sternförmig Seitengänge kurzer Art ab, und die Seitengänge, die haben dann wieder kleine Seitengänge, und das sieht dann so ein bisschen spinnennetzartig aus oder eben wie die Kupferstichtechnik, wer das aus der Kunst kennt. Deswegen heißt der entsprechend Alternativkäfer Kupferstecher. Borkenkäfer geht gern auf den Stamm, befällt gern vor allen Dingen dicke Fichten. Kupferstecher kommt durch dicke Borke nicht so gut durch, da hat er Schwierigkeiten, sich einzubohren, befällt also gerne bei älteren Bäumen oben in der Krone, die jüngeren Äste, die noch keine dicke Borke haben, oder eben einfach jüngere Bäume, an die dann wiederum der normale Buchdrucker, also der normale Fichtenborkengeber, der Buchdrucker, nicht so rangeht, weil die zu wenig Borke außenrum haben, die interessieren ihn nicht so sehr. Und damit haben wir, wenn wir beides kriegen in einem Jahr, Buchdrucker und Kupferstecher, das optimale Dream Team zum Fichtenkillen, da Widerstand von den geschwächten Fichten dann irgendwann überhaupt nicht mehr zu erwarten war. Also spätestens ab Juni, Juli sollte der letzte bisschen Widerstand im Bereich der Fichten wirklich völlig erloschen sein. Da waren die zu sehr damit beschäftigt, eben nicht zu verhungern bzw. zu verdursten. Aufgrund von Durst zu verhungern, das wäre die korrekte Bezeichnung. Und wir haben in Teilen Deutschlands 4 Buchdrucker-Generationen gehabt. Vor 20 Jahren war eine immer da, das ist normal. Eine zweite, das war dann schon ein großer Aufschrei zur Sorge bei der Försterschaft. Wir haben dieses Jahr 2 Buchdrucker-Generationen. Oh, Schreck! Inzwischen ist 2 völlig normal. Eine dritte findet immer mal wieder alle paar Jährchen statt. Und dass es mal auch eine 4. Generation gibt, war mir bisher neu. Das wusste ich gar nicht, dass das überhaupt möglich ist. Aber dieses Jahr hat das zugegebenerweise nur kleinräumig an so optimalen Standorten für den Buchdrucker tatsächlich auch gegeben. So, was ist das große Problem bei diesen Mehrfachgenerationen? Man kann quasi sämtliche Buchdrucker mal ihrer Vermehrungsrate multiplizieren, um auf die Gesamtbuchdruckerzahl zu kommen. In der ersten Generation sind es nur ganz, ganz wenige, die den Winter irgendwo überlebt haben, vorzugsweise unter der Borke von einer Fichte. Die bohren sich entsprechend raus, fliegen irgendwo hin, prallen gegen irgendeinen Baum, machen kurz den Fichtencheck. Ist es eine Fichte? Okay, reinbohren. Ist es keine Fichte? Nö, weiterfliegen. Das können sie so 3, 4, 5 Mal machen, bis sie halt ihre Maximalflugdistanz erreicht haben. Die setzt sich dadurch zusammen, dass so ein Borkenkäfer, wenn er losfliegt, und in dem Moment, wo er losfliegt, ja nichts mehr fressen kann. Da findet er nichts. Das heißt, er hat eine gewisse Energiereserve on board, mit der kann er so und so weit fliegen und dann stirbt er. Oder er hat bis dahin eben eine Fichte gefunden, in die er sich einbohren kann. Handelt es sich bei der Fichte, wo er sich einbohrt, jetzt um eine gesunde Fichte, dann passiert gar nichts, weil dann wird er zugeharzt. Problem erledigt.
Handelt es sich dabei aber um eine enorm unter Trockenstress leidende, geschwächten Fichte, die überhaupt keinen Harz mehr hat. Dann freut sich der Borkenkäfer und bohrt sich da rein und produziert Aggregationspheromone. Das heißt, er sagt den anderen Borkenkäfern, hier gibt's was zu holen, kommt her. Warum macht er das? Nicht, weil er unbedingt möchte, dass alle anderen hier auch noch mitfressen, sondern weil er möchte, dass, wenn alle anderen da mitfressen, der Baum dann irgendwann so geschwächt ist, dass er sich nicht mehr wehren kann. Das heißt, es könnte ja sein, dass sich der Baum erholt, jetzt doch Harz bildet und ihn doch wieder zuharzt. Und das will er nicht, deswegen braucht er seine Kumpels, beziehungsweise seine Kumpelinen eher. Gut. Jetzt baut der Käfer da dann eben entsprechend eine Rammelkammer, lockt sich ein Weibchen an und dann gibt es entsprechend eben Nachwuchs. Nachwuchs bohrt sich da durch die Gegend, frisst schön den Baum an, frisst die lebenswichtigen Teile vom Baum, die besonders energiereich sind, und freut sich des Lebens. Normalerweise, also was heißt normalerweise, also vor 20, 30 Jahren kam dann irgendwann der Winter, wer nicht tief genug drin im Baum saß, beziehungsweise wer einen Baum erwischt hatte, dessen Rinde nicht dick genug gewesen ist, den hat der Frost geholt und dann war er futsch. So. Das heißt, wieder nur wenig Käfer haben überwintert und im nächsten Jahr ging das wieder von vorne los. Jetzt sind die Sommer aber länger geworden und vor allen Dingen wärmer, durchschnittlich. Das heißt, die Borkenkäfer brauchen, umso wärmer es ist, umso kürzer, um zu schlüpfen und von der Larve zum Imago, also zum flugfähigen Käfer, der sich nach außen bohrt und wieder losfliegt, zu werden. So. Das heißt, wir haben keinen Winter dazwischen und niemand stirbt. Es sei denn, er wird zugehakt oder der Specht holt ihn. Also für Spechte war das Jahr ganz hervorragend. Das mal nur so mal am Rand angemerkt. Gut. Wenn ihn also nicht der Specht geholt hat oder er zugeharzt wurde, was nicht passiert ist, weil wir hatten ja kein Harz, dann hat ein Weibchen vom Borkenkäfer massenhaft Nachkommen hervorgebracht, von denen 80% durchgekommen sind oder sagen wir mal 70%. Da gibt es noch natürliche Krankheitsursachen, Pilze und so weiter und so weiter, die sie dann dezimieren können. Und das sind dann viele. Ich kann euch jetzt nicht genau auswendig sagen, wie viele, aber diese viele fliegen jetzt wieder los. Die Chance, dass die jetzt eine bereits befallene Fichte mit Aggregationspheromonen, die abgesondert werden, finden und dann genau wissen, diese Fichte, der geht scheiße, zu der muss ich hinfliegen, ist viel, viel, viel höher als bei der ersten Generation, die mal einfach einen Blindflug macht und noch gar keine Pheromon-Leitsysteme sozusagen hat. Und das führt dazu, dass bei der zweiten Generation die geschwächten Fichten noch viel besser finden und können dann da noch viel besser fressen. Die Chance, dass da noch irgendwo Harz drin ist, ist nahezu null. Und sie haben eine noch höhere Nachwuchsüberdauerungsrate. Jetzt ist der Sommer immer noch nicht rum und es ist weiterhin schön warm und die Käfer schaffen es, aufgrund der hohen Temperatur nochmal von Ei zu Larve zu Imago zu werden und nochmal loszufliegen. So, und damit haben wir jetzt quasi eine Vervielfachung der rumfliegenden Käferzahl und eine wirklich Massenvermehrung vom Borkenkäfer. In jeder Fichte dürfte inzwischen einer drinstecken. Und wenn jetzt der Sommer immer noch nicht zu Ende ist und es immer noch warm ist und immer noch zu trocken und die Fichten noch immer keine Chance haben, sich zu wehren, dann ist tatsächlich, und das ist bisher wirklich kaum vorgekommen, noch eine vierte Generation möglich und dann ist die Kacke absolut am Dampfen, weil das Problem ist, damit jetzt im nächsten Jahr, also 2019, da kommen wir jetzt kurz zur Prognose, nicht eine Riesenkatastrophe passiert, weil dann die, keine Ahnung, 20-fache Menge an Borkenkäfern, die nach einer Generation sonst üblich wäre, plötzlich aus den Bäumen kommt oder noch mehr als 20-fach und wirklich alles kahl frisst, beziehungsweise dann sogar so viele da sind, dass sie einen potenziell gesunden Baum, der genügend Wasserversorgung hat, auch schon befallen können und auch fertig machen können, einfach weil es so wahnsinnig viele sind, dass das Harz vom Baum nicht ausreicht, um die alle zuzuharzen, dann ist die Kacke wirklich am Dampfen. So, deswegen hat die Forstwirtschaft jetzt gerade Folgendes zu tun, findet jetzt die ganze Zeit statt in den letzten Monaten und wird jetzt auch bis deutlichen Frühjahrsanfang eben entsprechend so weitergehen, Käferholz aufbereiten. Soll heißen, Bäume, die sichtbar viele Bohrlöcher und unten Bohrmehl am Baumfuß, das kann man selber mal im Wald gucken gehen, ob man da welche findet. Die Chancen stehen gut, wenn ihr einen Fichtenwald in der Nähe habt. Dann muss dieser Baum eben entsprechend weg, weil man hat keine Chance, den Käfer da rauszukriegen. Es gibt nur zwei Optionen. Entweder dieser Winter wird knalle, knalle kalt und das kann man nicht vorhersagen. Kann man nicht vorhersehen. Der müsste wirklich so richtig knalle, knalle kalt werden, damit 80-90% oder was der Borkenkäfer in den Fichten jetzt doch noch verrecken im Winter. Das ist eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Es könnte noch sein,
weiß keiner. Könnte sein, ist aber halt doch eher unwahrscheinlich. Und deswegen geht man lieber hin und geht auf Nummer sicher und versucht, jeden befallenen Fichte eben entsprechend umzusägen. Da fällt ein Haufen Schadholz an. Viel mehr Holz muss man da nutzen, als man eigentlich gerne nutzen würde. Der Holzpreis verfällt wegen einem Überangebot an Fichtenholz. Da hat keiner was von. Ne? Also der Forstwirt will das nicht. Aber besser jetzt ganz viel Fichte ernten, als im nächsten Jahr überhaupt keine Fichte mehr haben, weil der Käfer dann wirklich in jeder einzelnen Fichte entsprechend drin sitzt. Und es ist eine Risikoabwägung. Fällst du jetzt, hast du wirtschaftlichen Schaden. Fällst du aber nicht, und der kalte Winter bleibt aus und der nächste Sommer ist wieder heiß und trocken, dann ist die Katastrophe einfach nicht mehr aufzuhalten. Und da kommt ja noch erschwerend dazu, dass jeder Waldbesitzer noch eine gewisse Verantwortung für die Wälder nebendran hat. Wenn man jetzt also, wenn alle sämtliches Käferholz aufbereiten und in der Mitte hockt einer und sagt, nein, Borkenkäfer ist ein natürlicher Prozess, ich bin Käferfreund, hier darf der Käfer machen, was er möchte, ist mir doch egal. So, das Problem ist jetzt nicht nur, ja, also im Prinzip kann er das für seinen Wald ja machen. Ist ja sein Wald. Aber er belastet damit halt auch noch sämtliche Länder in der Umgebung. Was dazu führen könnte, dass spätestens nächstes Jahr nochmal ein großer Aufschrei der Entrüstung durch die Wälder geht, die an Nationalparke angrenzen. Weil jeder deutsche Nationalpark, bis auf ein paar löbliche Ausnahmen, immer noch einen gewissen relativ hohen Fichtenanteil besitzt. Und das bedeutet, da man in den Nationalparken sagt, wir nehmen keine Fichten raus, wir lassen die Natur machen, was sie möchte, dass es wirklich ein akutes Risiko gibt bei derartiger Borkenkäfervermehrung, dass massenvermehrte Borkenkäfer aus dem noch weiter massenvermehrenden Gebiet im Nationalpark, wo man ja überhaupt keine Gegenmaßnahmen unternimmt, dann doch den Sprung über die 500 Meter Schutzstreifen, die um einen Nationalpark rum sind, also bei allen, die Fichten haben, haben die einen 500 Meter Schutzstreifen, in eben die benachbarten Wirtschaftswälder schaffen, die ohnehin schon die Kacke am Dampfen haben. Und dann könnte es auch definitiv zu einem großen politischen, waldpolitischen Krach eben kommen, ob man denn in den Nationalparken weiterhin gestatten darf, die Natur 100% das machen zu lassen, was sie möchte. Also 100% macht man auch nicht, sagen wir mal 95%. So irgendwas um den Dreh. Kann auch noch mal ein bisschen weniger sein, je nach Nationalpark. Gut. Das also so generell so ein bisschen die Fichtenthematik. Nochmal schwierig ist eben, wenn man die Fichten jetzt nur alle fällen müsste. Das ginge ja noch, das würde man ja noch schaffen. Blöd ist aber, man muss sie auch gleichzeitig noch alle abfahren und alle aus dem Wald entfernen. Theoretisch, weil der Borkenkäfer kann auch in einer umgefallenen Fichte immer noch unter der Rinde sitzen und fröhlich weiter an der Rinde rumknabbern. Nur wenn man die Fichte umschneidet, ist ja nicht in dem Moment das, wovon sich der Borkenkäfer ernährt, das Kambium. Kambium, nicht Kambrium, ich verwechsel beides immer. Kambrium ist das Erdzeitalter. Gut, jedenfalls, da kann er auch weiter fressen, nachdem der Baum schon lange umgeschnitten ist. Ne? Also bis zu einem Jahr findet er dann noch was zu futtern. Heißt, alles, was an Fichten Totholz, also tot im Sinne von umgeschnitten, im Wald rumliegt, ist im nächsten Jahr genauso Brutstätte für den Käfer wie der stehende Baum. Der stehende Baum ist dahingehend sogar noch besser, weil der stehende Baum zumindest eine Chance hat, noch Harz zu produzieren. Der liegende Baum hat die dann gar nicht mehr und da ist dann wirklich alles zu spät. Heißt, nachdem man was umgeschnitten hat, muss man eins von zwei Dingen tun. Drei Dinge, genau genommen. Das dritte Ding hielt ich immer für ein No-Go. Dieses Jahr findet es aber fast schon statt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann es irgendwo verstehen. Maßnahme Nummer 1, entrinden. Man geht mit dem Schäleisen hin und macht in enormer körperlicher, schweißtreibender Arbeit, gibt schön dicke Oberarme, mit einem Schäleisen da quasi mechanisch die Rinde ab. Und was ist ein Schäleisen? Das ist im Prinzip ein Messerklinge an einem Stock. Dass das eine Mordsarbeit ist, kann sich hoffentlich jeder vorstellen. Wenn nicht, probiert es mal aus. Fragt mal euren Förster, ob ihr irgendwo mal mit einem Schäleichen ausleihen dürft, um mal auszuprobieren, eine Fichte zu schälen. Ihr seid Stunden für einen Baum als Unerfahrener. Seid ihr wirklich bestimmt Stunden beschäftigt und seid danach am Arsch. Also das macht wirklich keine Freude. Das kann man für 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bäume vielleicht noch machen. Und darüber hinaus geht es dann einfach nicht mehr. Und man macht sich auch nicht unbedingt beliebt bei seinen Mitarbeitern, wenn man sagt, so, jetzt schält ihm mir mal 1000 Fichten. Lustig, ne? Nee, wirklich nicht. So, dann Möglichkeit Nummer 2, man fährt die Fichten einfach direkt ab. Man fällt sie,
Man holt sie hochmechanisiert und da ist nichts mehr mit Rückgefährt. Das geht viel zu langsam. Das muss hochmechanisiert passieren, weil sonst ist es einfach alles schon zu spät. Das dauert sonst viel zu lange. Bei den Mengen an Holz, die anfallen, müssen wir die ganz, ganz schwere Technik verwenden. Sonst kriegen wir das einfach nicht in der nötigen Zeit. Wir haben ja nur einen Winter Zeit, entsprechend aus dem Wald raus, um die große Käferflugkatastrophe entsprechend eben zu vermeiden. Ne? Heißt, Hochmechanisierung ist einfach ein Muss. Da braucht man gar nicht groß drüber diskutieren. Geht nicht anders. Das kann bis zu einem gewissen Grad natürlich noch funktionieren, wenn hier und da mal Riesenkäferkatastrophen sind. Hier, da, dort und da vielleicht noch, dann kriegt man das hin. Dann schickt man einmal sämtliche Harvester in die eine Ecke, schickt sie sofort hoch in die andere Ecke, dann in die nächste und dann wieder dahin. Dann hat man es in einem Winter aber auch geschafft. Das Problem ist nur, dass wir jetzt nicht in allen vier Ecken was haben, sondern überall. Und da kommen wir dann auch mit der Technik wahrscheinlich größtenteils nicht mehr hinterher. Das heißt, man muss sich mit halb mechanisierter Holzernte ein bisschen behelfen. Man sägt also um, was man irgendwie umsägen kann mit der Motorsäge. Das geht relativ fix. Da kommt man auch schnell überall hin, ist relativ mobil, relativ kurzfristig einsetzbar. So ein Harvester durch die Landschaft fahren, das dauert. Und zieht die Bäume irgendwie an die Waldstraße. Und jetzt kommt Variante 3 eben entsprechend zum Einsatz. Weil wenn sie an der Waldstraße liegen und so schnell nicht vom Holz-LKW abgefahren werden können, weil die sind ja auch überall am Fichte abfahren, weil überall eben Fichte anfällt, dann hat man nur noch die Möglichkeit, jetzt tatsächlich zu Gift zu greifen. Ne? Man muss also spritzen. Die Anti-Käfer-Spritzmittel, die man direkt an der Waldstraße einsetzt, die sind zugelassen, die sind geprüft. Die sind trotzdem ein großes Problem. Die sind insbesondere jetzt deswegen ein großes Problem, weil wenn man einen Wald hat, der FSC-zertifiziert ist, der also quasi ein, das ist hier besonders nachhaltige Forstwirtschaft-Stempelchen, buff, drauf hat, dann gilt in Deutschland, in anderen Teilen der Welt nicht, aber in Deutschland, die haben immer ihre Vorgaben länderspezifisch angepasst, je reicher das Land, desto mehr Vorgaben, desto schwieriger. Und wir sind leider ziemlich reich, deswegen haben wir so ziemlich das Maximalpaket an Vorgaben, wie toll Waldwirtschaft aussehen muss, sofern wir ein FSC-Zertifikat behalten wollen, um unser Holz teurer zu verkaufen und besonders eben löbliches Holz verkaufen zu können, weil der FSC verbietet unter ganz, ganz engen, super Sonderfällen den kompletten Einsatz von irgendwelchen Giften. Ja? Also sprich, die Option rausziehen und Gift drüber kippen, ist nicht, wenn du einen FSC-zertifizierten Wald hast. Das heißt, du hast jetzt die Arschkarte. Entweder musst du es irgendwie schaffen, dein Holz vorher abzufahren. Übrigens, wo kommt es hin, wenn es abgefahren wird? Auf einen Nasslagerplatz. Was ist ein Nasslagerplatz? Ein großer Platz, wo jede Menge Holz liegt, wirklich gigantische Mengen. Und da stellt man Rasensprenganlagen drauf, also so Wasserspritzdinger. Und muss dann halt in einem Jahr, wo ohnehin das Wasser schon knapp ist, aus dem nächsten Fluss noch zusätzlich Wasser entnehmen, um das Holz die ganze Zeit feucht zu halten. Und zwar richtig, richtig feucht, weil ein bisschen feucht, dann kommt der Pilz. Zu trocken, dann kommt wieder der Käfer. Und deswegen muss es ganz, ganz feucht sein. Nur bei ganz, ganz feucht kommt gar niemand, weder Pilz noch Käfer. Und das braucht auch wieder einen Haufen Wasser. Und das ist auch wieder scheiße. Und das kostet einen Haufen Geld. Und außerdem, wenn das Holz da rumliegt, dann verdient man da auch nichts dran. Zugegebenerweise schimmelt das Holz nicht oder wird nicht in irgendeiner Form schlechter. Solange es da immer schön nass gelagert wird, neidet die Holzqualität fast gar nicht. Man muss halt hinterher bei der Trocknerei noch ein bisschen aufpassen. Aber der Holzpreis sollte, also die Qualität des Holzes sollte davon relativ unbeeinflusst sein. Ne? So, aber wenn das halt eben, wie gesagt, nicht geht, dann muss da halt zu den chemischen Stoffen greifen. So passiert in, ich glaube, Thüringen. Thüringen hat relativ viel damit gearbeitet, weil die hinten und vorne nicht mehr hinterhergekommen sind. Die haben sehr viel Fichte, die hatten sehr viel mit der Trockenheit zu kämpfen, insbesondere in Ostthüringen. Und ich habe jetzt nicht für jedes Bundesland einen gesonderten Überblick, was die jetzt alles wie gemacht haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere in den teilweise sehr stark betroffenen Bundesländern in der östlichen Hälfte Deutschlands doch es fast nicht anders geht. Ne? Außerdem übrigens, da wir gerade bei dem Thema sind, da deswegen auch besonders kritisch, weil wir haben jetzt einen sehr nassen Dezember. Wir haben im Großteil von Deutschland, aktueller Stand heute,
Heute ist der 28. Das heißt, da würde ich nicht mehr allzu viel sich ändern in den nächsten 3 Tagen, es sei denn, es passiert nochmal eine große Sinnflut. Haben wir in den allermeisten Bundesländern bzw. in den allermeisten Regionen ca. 120 bis 170, irgendwo in dem Bereich schwankt es meistens, Prozent Niederschlag von dem, was sonst im Dezember so runterkommt. Das ist also etwas, was mich ein bisschen positiv stimmt und etwas aufatmen lässt hinsichtlich 2019, dass jetzt über den Winter noch eine gewisse Chance besteht, unsere Grundwasservorräte, insbesondere beim waldnahen Grundwasser, eben wieder aufgefüllt zu bekommen, indem es ein sehr, sehr nasser Winter wird. Bisher sieht es so aus, der Dezember läuft wirklich schon mal gut. Der November, der war so mehr, naja, ziemlich kritisch. Also es hat geregnet, ja. Es hat aber im Ansatz bei weitem nicht genug geregnet. Wenn wir jetzt jeden Wintermonat so etwas um die 160, 170, 180 Prozent von dem, was normalerweise runterkommt, hätten, hätten wir immer noch im nächsten Frühjahr ein deutliches Minus durch die Sommermonate von 2018, weil standardmäßig ist Deutschland ein Land, in dem Niederschläge besonders im Sommer fallen. Man hat nicht den Eindruck, aber wenn ihr euch mal anguckt, so ein Tag im Winter, wo es den ganzen Tag nieselt, das gibt es relativ oft und man hat das Gefühl, es regnet dauernd. Aber was da wirklich runterkommt bei so einem ganzen Tag Geniesel, das ist kaum was. Ne? Das sind so 2-3 Liter pro Quadratmeter. Das ist, wenn überhaupt, ne? Das ist nicht viel. Ein totales Sturzgewitter, ein absolut krasses Gewitter im Sommer, ein richtiger Gewitterregen, das sind gleich mal 80 Liter. Das können sogar mal 100 Liter pro Quadratmeter sein, wenn es so richtig sinnflutartig runtermacht. Und deswegen hast du das 2-3 Mal im Sommer, dann hast du im Sommer sehr schnell sehr viel Niederschlag zusammen. Deswegen ist es untypisch anzunehmen, dass jetzt der Winter uns total retten wird. Dass es jetzt dieses Jahr im Winter total viel regnen wird, wäre einfach total untypisch. Andererseits, der Sommer war auch untypisch, also wer weiß. Aber das ist reine Spekulation, reine Hoffnung. Das Wetter langfristig vorhersagen können wir noch nicht. Das Wetter beeinflussen können wir, also nur negativ. positiv, beziehungsweise so, wie wir es gerne haben wollten, wird schwierig. Ne? Und demzufolge hoffen wir wirklich, dass es viel regnet. So. Okay, zurück nach östlichstes Ostdeutschland, also so die Grenze Polen-Tschechien, also den Bereich. Da haben wir leider jetzt auch im Dezember immer noch viel zu wenig Regen. Also da sind wir wieder bei 70% von dem, was eigentlich im Dezember runterkommen sollte. Teilweise sogar noch mal ein kleines bisschen weniger. Und das ist sehr, 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 sehr bedenklich. Und gleichzeitig eventuell auch wieder nicht so schlimm, weil die Prognose fürs nächste Jahr, das ist wirklich unglaublich schwierig, weil wir einfach nicht wissen, welches Wetter da möglicherweise auf uns zukommt. Aber ich male jetzt mal ein Szenario. Nehmen wir mal an, das nächste Frühjahr ist so wie 2018, das müssen wir noch kurz erwähnen für diejenigen, die das nicht wissen. 2018 war vor allen Dingen der Februar unglaublich nass. Februar hat es wahnsinnig viel geregnet, da hatten wir teilweise so 250%, in manchen Regionen so 300% vom üblichen Jahresniederschlag. Da hat es so richtig runtergemacht und das hat dazu geführt, dass die Bäume, als sie aus dem Winter sozusagen wieder aufgewacht sind, erstmal gesehen haben, boah, dieses Jahr gibt es ja Wasser ohne Ende, ich leg los, ich mache Früchte. Ich produziere Blüten, Blüten, Blüten und blühe mal so richtig und mache so richtig Reproduktion. Ne? So, das Dumme ist nur, das Jahr ist halt nicht so geblieben, wie es der Februar angedeutet hat. Im März war es schon deutlich, deutlich trockener und im April dann furztrocken. Im April ist überhaupt nichts runtergekommen. Da waren aber die Blüten schon da. Und wie mit der Photosynthese kann man die Blüten nicht einfach abschalten. Wenn die Blüten da sind und befruchtet sind, dann muss da auch entsprechend was draus wachsen, eine Nuss zum Beispiel. So, jetzt gibt es noch die Option, dass eine leere Nuss wächst. Das habt ihr vielleicht, hat mir auch einige von euch mich angeschrieben, dass sie viele leere Bucheckern, leere Eicheln und so ein Zeug gefunden haben. Oder auch in Gärten, dass es viele leere Walnüsse gab, leere Haselnüsse, all sowas. Ja, schlicht und ergreifend daran liegt das, dass befruchtet ist,
die Frucht muss wachsen, aber wie groß die dann im Inneren von ihrer Schale wird oder wie groß die Schale generell wird, die wird dann auch tendenziell etwas kleiner, wobei das teilweise auch einfach genetisch fixiert ist, wie groß eine Nuss vom Baum X halt eben nun mal wird. Der hat sich irgendwann von seiner Genetik, auf seiner DNA steht, Nüsse müssen so und so groß sein und dann kann man die voll machen. Man kann es aber auch eben sein lassen. Dadurch kam halt eben dieser relativ hohe Anteil hohler Nüsse zusammen. Bei den Maroni habe ich es auch gemerkt, richtig leckere Maroni habe ich wirklich nur ganz wenige gefunden. Die habe ich dann auch gleich verziert. Aber die Maroni-Saison war auch sehr, sehr, sehr kurz. Es sind nicht wenig Maroni gewesen, aber die meisten waren eben entweder hohl oder haben einen Haufen so ganz dünne, wo halt wirklich überhaupt kein energiehaltiges Material drin war, enthalten, weil wo hätte die Energie dann herkommen sollen. Aber leider sah es im Frühjahr eben so aus, als würde es ein tolles Jahr und das hat sämtliche Bäume, ausnahmslos über alle Baumarten hinweg, wahnsinnig zusätzlich geschwächt. Also die Folgen wären nicht so schlimm gewesen vom Jahr, wenn wir nicht diesen nassen Februar gehabt hätten. Hat unglaublich viel Energie verbraucht, all diese Früchte anzulegen, dieses ganze Blühen und so weiter und so fort, was ja dann völlig für den Eimer gewesen ist. Andererseits, zum Beispiel so eine Buche neigt dazu, wenn sie merkt, oh Mist, könnte miese Zustände werden dieses Jahr. Deswegen ist bei Buche meiner Meinung nach und nach dem, was ich angeguckt habe, ich habe da aber noch keine ausführliche Statistik dazu, das kommt erst irgendwann 2019, wenn sie überhaupt kommt, ist bei Buche so gewesen, dass sie trotzdem versucht haben, möglichst viele fruchtbare, also tatsächlich austreibefähige Bucheckern zu produzieren. Einfach aus dem Grund, dass sollte die Trockenheit so krass sein, dass man, oder im nächsten Jahr nochmal so eine krasse Trockenheit auftreten, dass man alle nicht überlebt, dann hat man immerhin noch die nächste Generation unten am Boden. Auch das kann eine Überlebensstrategie sein und der Sinn des Lebens bei allen anderen Lebewesen außer uns ist einfach, am Leben bleiben, zur Reproduktion. Böp, fertig, das war's. Ne? Nur wir Menschen haben da größere Sorgen wie und müssen uns wirklich Sinnfragen fragen. Oh, was ist denn der Sinn von allem? Und so weiter und so fort. Das Problem haben alle anderen Organismen eben nicht. Ich bin der Meinung, die sind besser dran als wir. Die haben auch keine Depressionen. Also im Regelfall nicht. Bei Tieren gibt es sowas auch, wenn sie zum Beispiel im Käfig gehalten werden oder was, dass sie dann irgendwann durchdrehen. Das kann auch vorkommen, klar. Aber im Regelfall haben die echt andere Sorgen als irgendwelche seelischen Probleme, weil man damit beschäftigt ist, vom Löwen wegzurennen oder in unseren Breiten eher vom Wolf. So, jetzt, was habe ich gerade erzählt? Ach ja, die Sache mit der Fruktifikation, dass die halt nochmal zusätzlichen Haufen Energie gebraucht hat. Und ich habe davor erzählt, dass in Ostdeutschland bisher so aussieht, als wäre Ostdeutschland, wieder geografisch, nicht politisch, es wäre es ein verdammt trockener Winter, aktuell, ne? Und damit alles trocken. Letztes Jahr trocken, nächstes Jahr jetzt Winter trocken, nächstes Jahr dann vielleicht auch trocken, wissen wir nicht, weil wird es auch total nass, wissen wir nicht. Aber potenziell sieht das da ganz duster aus. Aber was dann wenigstens den ostdeutschen Wäldern zugute kommt, ist, dass sie nicht wieder diesen Fehler machen, in Anführungszeichen, ein super nasses Frühjahr zu bekommen. Das sieht nicht so aus, als ob das dann, weil der Grundwasserspiegel ist derart unten, selbst wenn es jetzt im Februar wieder unglaublich viel regnet, ist der Grundwasserspiegel immer noch derartig weit unten, dass die Bäume merken, okay, ja, es regnet viel, aber ich habe total trockene Füße, das hilft mir jetzt überhaupt nicht. Ich mache mal schön gar nicht fruktifizieren, ne? Kaum Blüten bilden, schön Energie sparen, genau das wäre richtig. Sollte das nämlich passieren, dann haben vielleicht die Bäume, die jetzt immer noch trocken haben, in Ostdeutschland sogar noch mal einen Vorteil, je nach Wetterlage, gegenüber den Bäumen in den Bereichen, wo es jetzt viel, viel, viel regnet, jetzt im Dezember. Also bei mir zum Beispiel hat es 165% Niederschlag gehabt. Also nicht hier, wo ich hocke, ich bin ja in der Schweiz, da weiß ich es nicht. Ich bin ja nur zu Gast und verstecke mich. Aber wo ich normalerweise hocke, da haben wir so circa 165% gehabt. Wenn jetzt aber eben die Bäume den Trugschluss erleiden, dass wenn sie jetzt im Frühjahr austreiben, insbesondere die Laubbäume eben, denken, oh ja, der Grundwasserspiegel ist ja wieder in Ordnung. Oh, wir hatten ja einen total nassen Winter. Dann kann ich ja jetzt wieder diesmal richtig total viel fruktifizieren. Und dann kommt wieder eine Trockenheit. Und dann sind sie wieder so geschwächt durch die Fruktifikation, dann
sind, glaube ich, die Bäume in Ostdeutschland wesentlich besser dran, weil die von vornherein festgestellt haben, nee, kein Risiko eingehen dieses Jahr, schön auf kleiner Flamme arbeiten, weil damit kommen sie dann eher durch als mit diesem zusätzlichen enormen Verbrauch, den dann unsere Bäume hier vielleicht machen würden. Ne? Das ist ein rein fiktives Szenario. Wie gesagt, rein fiktiv. Ich will damit nur ausdrücken, man kann dadurch, dass jetzt der Dezember in Ost-Ostdeutschland sehr, sehr trocken ist, noch überhaupt nichts schließen auf nächstes Jahr. Noch überhaupt nichts. Deswegen sind solche Prognosen so wahnsinnig schwierig. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, wenn der nasse Winter der kalte Winter fehlt. Ein nasser Winter hilft gegen Borkenkäfer gar nicht. Wenn der kalte Winter fehlt, dann haben wir auf jeden Fall nächstes Jahr ein riesen Borkenkäferproblem und werden da auch wirklich noch viel forstwirtschaftlichen Schaden erleiden. Und wenn sich der Grundwasserspiegel nicht wieder auffüllt, und nächster Sommer generell trocken wird, dann werden auch viel, viel mehr Bäume vertrocknen, als das dieses Jahr der Fall gewesen ist. Die letzten Jahre waren alle nicht so richtig ultra nass, aber es war noch einigermaßen okay. Würden wir jetzt allerdings zwei super trockene Jahre in Folge bekommen und die Bäume hätten gar keine Chance, sich zwischendurch zu regenerieren nach so einem trockenen Jahr, dann geht das Sterben los. Ne? Das ist nämlich der wesentliche Unterschied. Wir haben jetzt dieses Jahr zwar einen Haufen Schäden, in Anführungszeichen, einen Haufen Stress, einen Haufen Nadelverluste an Nadelbäumen. Wahrscheinlich werden die Laubbäume auch mit deutlich weniger Laub austreiben. Aber was wir noch nicht haben, ist eine nennenswert hohe Mortalität. Ne? Also es ist noch wenig Baum gestorben. Noch ganz, ganz wenig. Kaum höher als Durchschnittswert. Wenn überhaupt höher als Durchschnittswert. Das wird dann nächstes Jahr anders. Eine Trockenperiode. Die Bäume müssen kämpfen, aber sie kommen durch. Zwei Trockenperioden, dann geht das Gesterbe los. Und dann wird es wirklich, wirklich dramatisch. Und wenn wir dann noch eine dritte Periode kriegen, 2020, und der super trocken ist, dann wandere ich irgendwo hinaus, wo es überhaupt keine Bäume jemals gab. Da muss ich mir auch keine Sorgen drum machen. So, jetzt muss ich den Akku wechseln. So, jetzt prophezei ich mal Folgendes. 2019 könnte ein Jahr werden, könnte, ne? Das muss überhaupt nicht, aber es könnte durchaus ein Jahr werden, in dem sich deutlich zeigen wird, warum die natürliche Baumartenbestockung von Deutschland nicht Nadelholz ist, ne? Sondern Laubholz, fast ausschließlich Laubholz, mit Ausnahme von oben auf dem Berg. Denn Folgendes, ein Ökosystem wie der Wald, der hat im Prinzip zwei Möglichkeiten, jetzt sehr leicht, so deutlich vereinfacht. Ne? Eigentlich ist es natürlich ein weites Spektrum von verschiedenen Strategien, aber es sind im Wesentlichen zwei Extreme, wenn man die jetzt mal rauspicken möchte, um es zu erklären. Ne? Entweder bist du unglaublich resistent gegen Störungen. Das ist das Modell Nadelbaum. Heißt, egal wie sehr die Trockenheit wird, dann machen wir halt noch mehr dicht. Dann sparen wir halt noch mehr Wasser. Dann halten wir halt noch mehr durch, wenn es noch trockener wird. Das wäre ein Resistance, ein System mit hoher Resistance, der Fachausdruck. Man spricht da natürlich immer Englisch, wenn man dann so richtig in die Wissenschaft reingeht. Ne? Und da spricht man dann eben von einer hohen Resistance in einem System, das Störungen im Regelfall auf Teufel komm raus zu widerstehen versucht. Was es allerdings automatisch in den meisten Fällen nicht gibt, ist ein System, das gleichzeitig eine enorm hohe Resistance und eine enorm hohe, nächster Faktor, Recovery hat. Recovery wäre dann nämlich das Vermögen eines Systems, nach einer Störung sich zu erholen. Wenn der Wert für Recovery hoch ist, hat man oft keine besonders hohe Resistance. Das wäre jetzt im Fall der Laubbäume. Was können Laubbäume gegen Trockenheit tun? Hoffen, dass sie rechtzeitig zu Ende ist. Laubbäume haben, also unsere Laubbäume, ne? Wir reden jetzt immer von Deutschland oder Mitteleuropa halt. In der Schweiz gilt das Gleiche. Und auch in Österreich. Und auch in mindestens Westpolen und Ostfrankreich. Ne? So. Auch in Norditalien. Norditalien, da sind wieder die Alpen dazwischen. Das ist nochmal was. Lassen wir das. Recovery würde bedeuten, unsere Laubbäume mit geringer Resistance, aber hoher Recovery, verlieren relativ schnell ihr Laub
unterliegen einem sehr trockenen Sommer relativ schnell und haben wenig Möglichkeiten, den auf Teufel komm raus jetzt noch irgendwie auszuhalten. Aber sie haben, und das ist so, eine relativ hohe Recovery und sind dadurch, dass sie ohnehin jedes Jahr neu Laub austragen, wunderbar in der Lage, ist einen Laubabwurf, einen frühzeitigen Laubabwurf, vergleichsweise einfach wegzustecken. Insbesondere bei Buche wissen wir, dass Buche eine unglaublich hohe Recovery hat, was halt eben dazu führt, dass sie Deutschland, die in Deutschland dominierende Baumart eigentlich wäre, wenn wir nichts anderes pflanzen würden. Eben aufgrund dessen, dass wenn mal eine krasse Störung ist, dann leiden alle. Die Fichte bleibt vielleicht noch stehen, aber sie ist danach unglaublich geschwächt und braucht lange, um sich zu erholen. Die Buche, gut, die hat sofort kein Laub mehr, gefühlt sofort, das geht relativ schnell. Aber im nächsten Jahr treibt sie wieder aus und wenn das nächste Jahr gut ist, dann geht es der Buche auch nach einem Jahr quasi schon fast wieder so gut, fast wieder gut. Und beides zusammen, Resistance and Recovery, das Verhältnis von beiden, das nennt man Resilienz. Resilience in Englisch, was nichts mit leise sein zu tun hat, aber das heißt wohl wirklich so. Ich habe es mehrfach nachgucken müssen, das war Thema meiner Bachelorarbeit. Resilienz jedenfalls auf Deutsch. Und das ist das Vermögen eines Systems, nach einer eingetretenen Störung wieder in den Ausgangszustand zurückzukommen. Eigentlich ist das der wesentliche Wert. Der Rest ist eher mehr akademisch interessant. Soll heißen, ob es jetzt dadurch passiert, schnell in den Ausgangszustand zurückzukommen, also sich schnell zu erholen, dass man gar nicht erst geschädigt wurde, weil man eine Riesenresistenz hat, oder ob man sich dadurch schnell wieder in den Ausgangszustand begibt, weil man zwar keine große Resistenz hat, dafür aber eine sehr hohe Recovery, ist im Grunde ökosystemtechnisch gesehen egal. Nur halt eben nicht unbedingt so sehr wirtschaftlich. Wirtschaftlich kann das schon noch mal ein bisschen anders da aussehen. Aber wesentlich ist in jedem Fall für eine hohe Resilience bzw. Jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Resilienz, jetzt so. Resilienz ist halt dafür wesentlich, dass das nächste Jahr da nicht so schlimm ist. Und ich weiß das deswegen relativ genau, weil, wie gesagt, das sind Begriffe aus meiner Bachelorarbeit. Da habe ich nämlich genau das untersucht, wie verhält sich der Schaden an, in diesem Fall ist Douglasie im Fall meiner Bachelorarbeit, nach einem extremen Trockenjahr. Untersucht habe ich 2003. Wir haben entsprechende Bäumchen dann fällen lassen, als ich meine Arbeit gemacht habe, und haben uns die Jahrringe angeguckt. Und wenn man die Jahrringe so entlang zählt, findet man irgendwann also Streifen, 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 Streifen. Ganz, ganz dünner Ring. Und das ist jetzt das Spannende. Dieser ganz, ganz dünne Ring ist nicht etwa der von 2003, sondern der von 2004. Weil es ist Nadelholz. Was macht Nadelholz? Auf Teufel komm raus, überleben in dem Jahr, wo die Trockenheit eintritt. Alle Ressourcen verbrauchen, alles geben, um am Leben zu bleiben. Und 2004 war ein ganz normales Jahr. Nichts besonders Schlechtes, aber auch nicht unglaublich luxuriös. Und deswegen war in 2004 überhaupt keine Reserve mehr nötig, mehr da, alles weg. Und das ist insbesondere schlimm, wenn man eine Douglasie ist, das gilt aber auch für die meisten Nadelbäume, besonders für Douglasie, da Douglasie komplette Höhenwachstum, fast das vollständige Höhenwachstum, in die ersten Jahresmonate, kurz nach Frühlingserwachen sozusagen, legt. Ne? So heißen, es wird Frühling, es wird wieder wärmer, es regnet, die Laubbäume fangen an auszutreiben und in dem Moment schießt Douglasie schon in die Höhe. Mit den Reserven, die sie sich aus dem Winter noch so ein bisschen erarbeitet hat, mit den Kohlenstoff-, also Zuckerreserven, die sie sich aus dem letzten Jahr erarbeitet hat, und dann ist das Erste, was die macht, erstmal in die Höhe schießen. Und jetzt kann es enorm gefährlich werden, wenn eben dieses Höhenwachstum vollständig, fast vollständig ausbleibt, und das war eben so 2004, und ich prophezeie euch, und da bin ich mir sogar ganz sicher, aber das haben wir auch schon in anderen Ländern an Douglasie eben entsprechend festgestellt, dieses typische Verhalten, dass auch 2019 die Douglasie kaum Höhenwachstum zeigen wird, und das gilt auch eben für die meisten anderen Nadelbäume, aber noch ein gewisses Dickenwachstum trotzdem aufweisen werden muss, weil das Dickenwachstum ist unbedingt notwendig, um am Leben zu bleiben. Das Höhenwachstum ist deswegen notwendig, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.
Ohne Dickenwachstum stirbt ein Baum automatisch. Ohne Höhenwachstum, da kann er von der Konkurrenz überwachsen werden. Da jetzt allerdings Douglasien eh so konkurrenzkräftig sind, dass sie mit niemand anderen da eben entsprechend Probleme bekommen würden, wird das für Douglasie kein großes Problem sein. Und wir hatten auch 2004 relativ geringe Mortalitäten. Aber Stichwort Mortalität. Eben aufgrund dessen, dass das schlechte Jahr das Jahr nach der Trockenheit ist, waldwachstumsgrundlich gesehen, könnten wir 2019 in jedem Fall mit höheren Waldbaumortalitäten rechnen, als das 2018 jetzt überhaupt der Fall gewesen ist. Denn wenn man sich jetzt mal die Waldzustandsberichte aus 2018 anguckt, da kommen die meisten Bundesländer noch vergleichsweise gut bei weg. Teilweise sagt man zwar, der schlechteste Wert seit immer, seit jeher und so weiter und so fort, und man dramatisiert das Ganze, aber wenn man sich die Mortalitätsraten anguckt und die ganzen Zahlen im Detail, dann ist es gar nicht so schlimm, wie man eigentlich nach so einer Trockenheit vermuten sollte. Das lange Ende, das böse Ende kommt nächstes Jahr. Das ist ganz typisch für Nadelholz. Und das ist der springende Punkt für Nadelholz. Deswegen ist normalerweise hier die dominierende Baumart eben unsere Buche, weil die hat eine viel höhere Recovery. Das gilt übrigens auch für Eiche und anderes Laubholz. Ganz grob verallgemeinert, ne? Nur ganz grob. Weil die sich einfach viel schneller von sowas wieder erholen können. Und langfristig gesehen leidet unter so einer Störung das Wachstum von einer Fichte eben 3 bis 4 Jahre im Nachhinein, nach so einem Extremjahr. Bei der Douglasie habe ich es auf 3 Jahre untersucht und wir konnten in den ersten 2 Jahren nach der Störung noch einen deutlichen Rückgang eben vom Wachstum feststellen. Da hatte sich erst nochmal wirklich die Reservestoffe aufgefüllt, um überhaupt am Leben zu bleiben, falls nochmal ein krasses Jahr kommt. Nadelbäume oder generell Bäume müssen ja immer mit Katastrophen rechnen. Das Erste, was die machen, nachdem sie ihre Reserven verbraucht haben, erstmal Reserven auffüllen. Macht ja auch Sinn, ne? Und im dritten Jahr war dann nur noch geringfügig, wirklich nur noch sehr geringfügig, eine Schädigung festzustellen. Es hängt auch sehr stark ab vom Standort, ob die Douglasie jetzt auf einem sehr guten Standort, also auf einem relativ guten oder auf einem relativ schlechten Standort eben draufsteht. Beim schlechten Standort hat es länger gedauert, beim guten Standort ging es ein bisschen flotter. Das ist alles relativ logisch und nachvollziehbar, musste trotzdem mal irgendjemand untersuchen, ne? jedenfalls. Wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr erleben, dass es der Buche nochmal relativ gut geht. Sie wird, prophezei ich jetzt einfach mal ein Jahr nicht fruktifizieren, weil sie die letzten Jahre fast immer fruktifiziert hat. Das liegt natürlich auch am generell besseren Nährstoffangebot, ne, was der Buche zur Verfügung steht, an den erhöhten Stickstoffeinträgen und so weiter und so fort. Dass Mastjahre fast schon häufiger sind als Halbmast oder ganze gar keine Mastjahre. Dafür gibt es auch ein Fachbegriff, Fachwort, aber das fällt mir gerade ums Verrecken nicht ein. Also Mastjahr ist alle Bäume oder so gut wie alle fruktifizieren und zwar heftig. Das ist ein Mastjahr. Und das Gegenteil fällt mir, wie gesagt, gerade nicht ein. Gut, deswegen wahrscheinlich Laubwald rules, ne? Laubwald makes it. Behaupte ich jetzt einfach mal. Was vielleicht trotz der Schäden am Nadelwald, was ja nicht gut ist, ne? Ich meine, ich wünsche mir keinen kaputten Nadelwald, aber vielleicht wird das nochmal ein bisschen dazu beitragen, insbesondere bei den Privatwaldbesitzern, denen nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, dass es vielleicht doch keine schlechte Idee wäre. Oh, ich stelle gerade fest, mein Deppenzepter hat ja noch ein Mittelsegment. Ich dachte immer, es hat nur das da und den Griff. Toll. Aber vielleicht würde es trotzdem dazu beitragen, dass die lieben Waldbesitzer privater Art noch ein bisschen mehr von der Fichte wegkommen. Weil die haben oft halt eben noch nicht begriffen, die haben ja auch nicht Forstwissenschaft studiert und die kennen ja die genauen Hintergründe auch nicht. Man kann es ihnen also fast nicht vorwerfen. Außer, dass man kann ihnen vorwerfen, dass sie nicht auf die Leute, die Experten sind, hören. Also ich persönlich versuche in meinem Leben immer darauf zu hören, wenn mir irgendjemand was sagt, der Experte zu etwas ist und das, was er sagt, entspricht seinem Fachgebiet, dann versuche ich auf den zu hören, weil ich immer davon ausgehe, der kennt sich da besser aus als ich. Außer es geht um Wald, da bin ich ja selber Experte. Aber bei anderen Dingen, meistens mache ich das so. Aber gut, so kann man leben, so muss man natürlich nicht leben und das genau ist das Problem, aber das ist nur meine Meinung. Ja, welche Bäume haben denn jetzt besonders gelitten 2018? Welche Bäume werden wahrscheinlich 2019 dementsprechend am besonders geschädigsten sein? Ja, und ganz vorne auf der Liste ist die Fichte. Ich habe es ja schon die ganze Geschichte mit dem Buchdrucker erzählt.
Da müssen wir jetzt nicht weiter viel zu sagen, ist klar, ne? Gut, dann kommt auch relativ deutschlandweit relativ mies weggekommen ist leider die Eiche. Die Eiche hat zwar lange Zeit bis in den Sommer hinein keine Probleme gehabt. Warum? Weil sie eine super lange Wurzel hat und ein super gutes, weitreichendes Wurzelsystem und stand noch, solange noch irgendwie Grundwasser da war, stand die Eiche noch drin und hat demzufolge eigentlich noch ganz gut weiter wachsen können. Aber in vielen Regionen ist ihr irgendwann dann doch auch das Wasser ausgegangen. Und dann, wenn es ihr dann wirklich mal ausgeht, dann ist bei der Eiche auch relativ schnell zappenduster und dann hat sie auch auf Herbst geschaltet. Also sprich Laub abgeworfen so langsam, beziehungsweise es vertrocknen lassen. Die Eiche wirft es nicht aktiv runter, da bleibt so lange oben hängen, bis der Wind es runterweht. Aber das ist ein kleines Detail, das unwichtig ist, physiologisch gesehen. Außerdem hatte die Eiche deswegen zum Teil ordentlich zu kämpfen wegen dem Eichenprozessionsspinner, weil auch der Eichenprozessionsspinner, wie auch Borkenkäfer und Kupferstecher, Buchdrucker und Kupferstecher, profitiert ebenfalls von sehr hohen Temperaturen. Das ist bei Insekten generell so. Die sind nun mal wechselwarm. Wenn es warm ist, dann läuft ihr Stoffwechsel schneller ab. Wenn es kalt ist, läuft ihr Stoffwechsel langsamer ab. Die Entwicklung von Ei zu Imago, also ausgewachsenem Tier, läuft umso schneller, je wärmer es ist. Punkt. Außer es ist so warm, dass sie gebrutzelt werden. Dann natürlich auch nicht mehr. Aber im Normalbereich der möglicherweise vorkommenden Temperaturen bei uns haben die es gerne warm. Das heißt, die Eiche wurde also auch ordentlich davon geschädigt. Ja, Eiche ist recht resistent gegen Fraß. Auch wieder durch den Vorteil, dass, okay, wenn die alle Blätter abgefressen werden, treibt sie im nächsten Jahr neu aus. Aber es war schon ordentlich. Es war schon ordentlich dieses Jahr. Und wenn sich jetzt das Grundwasser nicht wieder erholt, dann wird unsere Eiche auch definitiv Probleme haben. Ich würde mir aber nicht unbedingt Sorgen um die Eiche machen. Dann doch eher um die Fichte. Eiche ist so ein bisschen Problemkind. Unter den Laubbäumen vielleicht das größte Problemkind. Die wirtschaftlich relevanten Laubbäume. Was gibt es noch an wirtschaftlich relevanten Laubbäumen? Ahorn. Warum ist der nicht in Gefahr? Naja, der steht meistens in größeren Flächenmengen, kommt der größtenteils in Gebirge vor. Bergahorn. Also in bergigeren Regionen. Und da regnet es naturgemäß immer relativ viel und deswegen geht es dem auch noch ganz gut. Wir reden jetzt nur über Hauptbaumarten. Ne? Buche. Buche hat zwar sehr gelitten, in vielen Bundesländern so richtig ordentlich, aber da macht sich kein Forstwissenschaftler so richtig Sorgen wegen der Buche, weil wir ja wissen, dass die sich sehr, sehr, sehr gut von solchen Ereignissen erholen kann. Außerdem ist bei der Buche zu einem sehr großen Teil die enorme Fruktifikation, die sie dieses Jahr geleistet hat, auf den Grad der Schädigung zurückzuführen. Ohne Fruktifikation sieht es da gleich wieder ganz anders aus. Buche sticht unter anderem, die hat viele tolle Eigenschaften, aber unter anderem ist sie bis ins hohe Alter enorm anpassungsfähig an sich ändernde Umweltbedingungen. Fällt ein Baum nebendran um, kann die Buche relativ schnell in Richtung Lücke wachsen und auch im hohen Alter noch, und das ist das Besondere, das kann sonst kaum ein Baum, auch im hohen Alter noch ihre Krone quasi etwas verformen, um eben möglichst viel von der Lücke dann noch für sich selber mitzunehmen. Und diese Anpassungsfähigkeit funktioniert nicht nur in so einem Fall, sondern auch bei allem anderen. Also Buchen enorm anpassungsfähig, deshalb auch diese hohe Regenerationsrate. Und wenn die jetzt keine Früchte produzieren sollten 2019, was ich ja wirklich sehr hoffe, wenn ihr viele blühende Buchen seht, die blüht total unscheinbar, das sieht man fast gar nicht, aber wenn ihr viele blühende Buchen seht, dann macht euch Sorgen, weil dann könnte, wenn das Jahr dann nochmal zusätzlich trocken wird, die Kacke wirklich am Dampfen sein. Ne? So, Kiefer. Kiefer ist eine enorm trockenheitsresistente Baumart. Erstens, weil sie ein Nadelbaum ist und damit sowieso trockenheitsresistent. Zweitens, weil sie gleichzeitig noch eine sehr tiefreichende Wurzel hat. Aber, und das ist der Haken, Kiefer wächst nicht so gut wie alternative Fichte und deswegen steht Kiefer immer nur da, wo die Böden ohnehin nicht so gut sind. Das heißt, da, wo es ohnehin schon trocken ist, pflanzt man Kiefer. Und natürlich ist da, wo ohnehin schon trocken ist, in einem super trockenen Jahr irgendwann so furztrocken, dass dann auch Kiefer sein nicht mehr allzu viel hilft. Würde Kiefer da stehen, wo normalerweise die Fichte steht, dann hätte die Kiefer überhaupt keine Probleme gehabt, wahrscheinlich das Jahr über. Leider tut sie es nicht, sondern sie steht eben da, wo normalerweise Kiefer steht, wo es ohnehin schon trocken ist. Und dadurch haben wir auch bei der Kiefer durchaus ordentliche Schäden. Sie kommt eher noch ganz gut weg, verglichen mit so einer Buche oder mit der Fichte. Und auch bei Kiefer haben wir wieder erhöhten Schaden durch biotische Faktoren, sprich diverse Leute, die gerne an der Kiefer rumfressen. Diprion Pini, die Kiefern-irgendwas-Wespe, kriege ich gar nicht mehr ganz zusammen, ist aber eine Wespe,
das ist so der typische Kiefernschaderreger, von dem man da häufiger hört. War letztes Jahr gar nicht so sehr das Problem. Die sind ein bisschen nicht so sehr abhängig von der Trockenheit bzw. von der Temperatur. Das hat mich etwas überrascht. Ich hatte da fast noch mit größeren Schäden gerechnet. Also es waren welche da, sind immer welche da, aber ja. Ne? Also da müsste ich mich nochmal umgucken, wie es in den sehr kiefernreichen Bundesländern ausgesehen hat. So Brandenburg zum Beispiel, habe ich noch nicht recherchiert. Hole ich mal noch nach. Und zu Dibri und Pini plane ich sowieso nochmal ein eigenes Video. So die Hauptwaldschadinsekten. Auch wenn ich mich nicht sonderlich für Insekten interessiere, aber die Hauptwaldschadinsekten möchte ich euch dann doch mal irgendwann vorgestellt haben. So, Eichenprozessionsspinne hatten wir schon, Borkenkäfer hatten wir schon, die Zecke hatten wir. Gut, ist kein Insekt, sondern Spinnentier, aber ja. weiter geht's mit den Hauptbaumarten. Da sind jetzt gar nicht mehr so viele übrig, zählen wir doch spaßeshalber mal die Douglasie dazu. Douglasie, auch sehr trockenheitsresistent, sagt man, muss sie sein, insbesondere trockene Sommer muss sie überstehen, weil wo kommt sie her? Aus Kalifornien. Was haben wir da? Wie wir an den Waldbränden gesehen haben, verdammt trockene Sommer. Und genau da drin steht halt eben die Douglasie, die steht auch gerne mal im Waldbrand, wenn es dumm läuft. Die ist wirklich angepasst auf Sommertrockenheit. Sie hat auch wieder eine weitreichende Wurzel. Sie hat eine recht gute Recovery, wie wir gesehen haben anhand der Ergebnisse meiner Bachelorarbeit, dass sie sich in 2 Jahren von einem Jahrhundert, 2003 war das krasseste, was es gab, ne? So schnell wieder erholt, hatten eigentlich kaum jemand erwartet. Das ging flotter als gedacht, ne? Man dachte zuerst, der Schaden wäre größer. Dass das Höhenwachstum zurückgeht, ist Wurst, weil sie ohnehin konkurrenzkräftig ist. Und damit ist ein Verlegen auf dicken Wachstum zur Lebenerhaltung genau die richtige Strategie. Die Douglasie macht also eigentlich alles richtig. Wir haben aber dieses Jahr vor allen Dingen in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat die tollsten, höchsten und produktivsten Douglasienbestände deutschlandweit. Da haben wir jetzt einen sehr, sehr, sehr vermehrten Schädlingsbefall festgestellt. Was deswegen zu denken gibt, weil man bei der Douglasie ohnehin die ganze Zeit nur darauf wartet, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem irgendein Schädling Douglasien-spezifisch wird. Wir haben ja Douglasie importiert, was wir nicht mitgenommen haben, sind Douglasien-spezifische Schädlinge. Die sind schön drüben geblieben, in Amiland. Aber langsam, jetzt ist die Douglasie ja auch schon ein ganzes Weilchen da, ne? weit über 120, 140 Jahre etwa insgesamt, glaube ich. Oder 150 oder 160, ich kann es euch gerade nicht genau sagen, aber deutlich über 100 jedenfalls. Und so langsam beginnen sich die heimischen Insekten scheinbar auch an die Douglasie anzupassen, werden besser im Douglasien fressen. Douglasie kriegt also mehr Probleme mit Schädlingen nach und nach, immer mehr. Blöd unter anderem deswegen, weil der Kupferstecher ist ein Universalnadelbaum, Borkenkäfer. Der kann an Lärche, der kann an Douglasie, der kann primär immer noch Fichte. An Tanne geht er nicht, aber an Kiefer kann er auch wieder. Und damit hat er eigentlich fast alle Nadelbäume als Wirtsbaum zur Verfügung, mit Ausnahme von der Tanne. Und das macht ihn auch nochmal so wahnsinnig gefährlich. Und der Kupferstecher, dadurch, dass der sich auch massenvermehrt hat und in der zweiten Generation aufgetreten ist, das ist eigentlich beim Kupferstecher noch selten, dass der in 2 Generationen auftritt. Kann man sich ein bisschen Sorgen machen für nächstes Jahr. Müssen wir mal abwarten. Wenn es feucht genug wird, mache ich mir keine Sorgen um die Douglasie. Und da Douglasie ja als universelle Zukunftsbaumart gerne mal gehandhabt wird, wird es umso spannender jetzt sein, 2019 aus wissenschaftlicher Sicht zu gucken, wie sie mit der Situation klarkommt. Weil 2003 ist sie gut weggekommen, ja. 2018 jetzt, erstens mal gibt es viel mehr Douglasien. Zweitens gibt es auch viel mehr ältere Douglasien, weil sie ja vermehrt gepflanzt worden sind. Und zum ersten Mal gibt es auch einen erhöhten Schädlingsbefall durch eben die Trockenheitsereignisse. Das wird sauspannend. Ich bin da richtig gespannt, was dann in der Fachwelt zu lesen ist, in der Fachpresse. Tanne. Tanne ist zwar eine Hauptbaumart, spielt natürlich in vielen Bundesländern überhaupt keine Rolle oder man hätte sie gerne, aber man kriegt sie nicht. Bei uns in Baden-Württemberg gibt es sie ja reichlich, insbesondere im Schwarzwald, also im Rest von Baden-Württemberg auch schon gar nicht mehr so reichlich, aber im Schwarzwald noch und nöcher. Und da lautet die hervorragende Nachricht, Tanne gilt übrigens auch als absolute Zukunftsbaumart, was den Klimawandel angeht. Also die Baumart, die den Klimawandel mit am besten wegstecken wird, sagt man. Und genau das hat sie getan. Tanne weist keine oder so gut wie keine überdurchschnittliche Schädigung auf. Wir können bei der Tanne bisher, also jetzt
noch 2018 sind natürlich die Werte so gut wie überhaupt keine Probleme feststellen. Ne? Bisschen mehr Krankheiten gab es, bisschen mehr Schadinsektenbefall, was an der Temperatur liegt, weil alle Schadinsekten profitiert haben. Das gab es, aber die Trockenheit per se, Trockenschäden haben wir an Tanne kaum beobachtet. Tanne hat eine Ultrawurzel und ist ein Nadelbaum und macht dicht, also die Kombination von im Grundwasser stehen plus Nadeln sicherheitshalber mal dicht machen, ist natürlich die optimale Methode, um durch ein Trockenjahr zu kommen. Also unsere schöne liebe Weißtanne, das wird dann auch nochmal besonders spannend, wie die nächstes Jahr eben entsprechend aussieht, weil sollte sie tatsächlich der Baum sein, den es bisher noch nicht so richtig gibt, der eine super hohe Resistenz hat, das hat sie jetzt bewiesen, und gleichzeitig nochmal eine gute Recovery aufweist, so gut muss die ja gar nicht sein, weil vieles nicht da, was recovered werden muss, die geliebte Tanne könnte da wirklich, wirklich, wirklich sehr auf dem Vormarsch sein, was aus meiner Sicht, auch wenn es nur ein Einzelereignis ist und nicht empirisch jetzt zu irgendwas, auf irgendwas hindeutet, aber trotzdem wäre es definitiv ein deutliches Zeichen für die Forstwirtschaft in Richtung fördert Tanne, pflanzt mehr Tanne. Das machen wir eh schon, aber es würde definitiv dazu beitragen, um nochmal klarzustellen, genau das muss der richtige Weg sein und so muss es weitergehen. Also Tanne. Ja, das wäre es gewesen, was ich zu dem Thema erzählen wollte. Ist ja jetzt auch gar nicht so kurz gewesen, hatte befürchtet, das gibt nur ein kleines Video, aber ich denke, jetzt ist es doch nochmal wieder relativ ausführlich. Damit möchte ich um Verzeihung bitten für die vielen Bedanke-mich-Videos, die ja jetzt aus meiner Sicht zwar absolut notwendig sind. Seht es mir bitte nach, ich habe da echt das Bedürfnis, auf diesem Wege Danke zu sagen, weil irgendwie möchte ich schon groß Danke sagen. Und bei den meisten Leuten, die mir was geschenkt haben, die sich hinterher nochmal melden, das macht nicht jeder, das ist auch überhaupt nicht notwendig, ne? Also wirklich nicht, nur kein Stress. Aber wenn sie es tun, dann sind sie meistens ziemlich begeistert, dass man wegen ihrem kleinen Geschenk, also ich wegen ihrem kleinen Geschenkchen extra so ein langes Danke-Video gemacht habe, die sind ja meistens nicht sehr kurz und deswegen möchte ich das auch gerne beibehalten. Und ja, mich würde es auch nerven, wenn ich jetzt hier auf tolle neue Videos warte und dann kommt eins und dann ist es nur auch ein Danke-Video, insbesondere für diejenigen von euch, die sich für die Ausrüstungsfrage überhaupt nicht interessieren, aber ich freue mich halt wirklich über Geschenke und ich möchte dann, hat das wirklich das dringende Bedürfnis, in einer umfassenden Art und Weise mich zu bedanken. Ne? Das wollte ich nur noch mal schnell erklären, weil ja, manchmal gibt es da ein kleines bisschen Unmut. So, dann sind wir durch. Jetzt muss ich durch die Schweiz zurück in mein innerschweizer Domizil, wo ich mich vor fast allen Schweizern bis auf die eine verstecken kann. Wünscht mir Glück.